Halt doch still, zappel nicht so rum. Ach so, das wird wohl reichen. Und ich sollte vielleicht dieser Stelle nicht so überlassen. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Seht ihr die aus? Man sieht eure Narben überall. Sieht zwar nicht so schlimm aus wie Viraphim, aber es langt. Ich finde, das macht einen Teil von Raphims Charme aus. Nun ja, manche sagen so, manche sagen anders. So. Nun, wie dem auch sei, Abelmir, ganz generell eine Illusion oder Verschleierung oder eine Beeinflussung. Nun, sie wirkt auf uns, nicht wahr? Aber nicht auf andere Wesen, zum Beispiel Elementare oder Dämonen. Das ist richtig. Und welch ein Glück, dass ich noch einen Elementar bei mir trage. Das heißt, mit dem, und es ist auch noch ein Erzelementar, ist das nicht ein Glück, könnten wir die Struktur des Gebäudes sehr, sehr leicht erschließen. Das ist eine gute Idee, aber vielleicht sollten wir damit abwarten. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Als letzte Option sollten wir ihn nutzen. Ja, das ist eine gute Idee. Wir müssen ihn ja nicht sofort hinausbitten. Ich denke, das Sinnvollste ist, wir schauen uns erst einmal ganz generell in dem Palast um und ja, wie man das halt so macht. Wir reden dann mit dieser Palastvisierer und vielleicht mit ein, zwei Gästen ein bisschen netten Plausch und dann sagen wir müssen aufs Klo, weil wir den Chiriak nicht vertragen haben oder so. Und, dann suchen wir nach dem Schleier. Ja, ich würde vorschlagen, wahrscheinlich müssen wir ins Untergeschoss gehen. Wir sollten nach Zugängen suchen. Und wir können durch die Erde. Nein. Ich möchte gerne mein Metall an mir behalten. Ja, was das betrifft, wir können doch sicherlich nicht mit Waffen reinmarschieren. Entweder wir gehen unbewaffnet oder wir schaffen es, unsere Waffen zu verstecken. Zumindest, wenn wir so brachial und wie Söldner aussehen. Kurzer Blick rüber zu Trach, Trak und Tionin. Werden sie uns sicherlich absuchen. Was steht denn auf den Einladungen? Naja, da steht gar nichts drauf, aber stimmt, also das sollte man schon beachten. Ich glaube nicht, dass die das gerne sehen. Die haben zwar sicherlich Leibwächter da in dem Palast und bestimmt auch sowas wie eine Ehrengarde, aber warum sollten Schriftsteller und Söldner dann Waffen mitnehmen? Ich bin Dichter. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber ja, der Punkt ist schon richtig. Deshalb habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe hier ein Buch gekauft und seht ihr, ich habe hier in der Mitte ein paar Seiten hinausgeschnitten, sodass ich etwas hineinlegen kann, wenn ihr also etwas in den Palast schmuggeln möchtet. Ich glaube nicht, dass so ein Säbel reinpasst. Oh. Aber vielleicht eine Balestrina. Aber ist das nicht doch etwas auffällig? Wer nimmt denn schon ein Buch zu einer Feier mit? Oh, ich wollte zwei oder drei Bücher mitnehmen und den Palastwachen daraus vorlesen. Und nun ist sie von meiner Dichtkunst. Ist ein Notizbuch. Hm? Naja, also ich glaube, einem Dichter wird man sowas wirklich nicht ankreiden. Das ist ja auch nichts Gefährliches. Also bringen wir wenigstens eine Waffe mit rein. Vielleicht kann man ein, zwei Dolche noch am Leib waschen. Obwohl das natürlich ein Rico wäre. Aber dein Schwert, deine Waffe, Trag werden wir nicht mitnehmen können. Ja, das denke ich auch nicht. Na, vielleicht finden wir eine Waffenkammer da drin. Irgendwie, wenn wir jetzt sowieso durch irgendwelche Räume stolpern. Vielleicht brauchen wir sie auch gar nicht. Ja. Wer weiß, was wir da drin finden. Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Naja, vielleicht kriegen wir irgendwie meinen Schlagring mit rein. Ja, das passt bestimmt noch neben die Balestrina ins Buch. Wir hätten tatsächlich noch eine Möglichkeit. Ja. Die Truhe. Ihr erinnert euch? Die Truhe, natürlich. Mhm. Nein. Da muss man uns auf die Sprüche helfen. Auf die Hilfe. Ja. Ich konnte einmal eine Truhe requirieren, die nun immer kommt, wenn ich sie rufe.
Sie hat vielleicht ein wenig dämonische Essenz an sich und verschwindet dann in den Limbus. Und manchmal kommt es vor, dass etwas aus ihr verschwindet, aber das ist höchst selten. Es ist mir bisher noch nie passiert. In jedem Falle, nun, kann man damit alles überall hinschmuggeln. Boltax, ich leg nichts in deine Dämonentruhe. Das ist in Ordnung. Ich wollte es nur angesprochen haben. Ja, ist auch lieb von dir. Ja, vielleicht sollten die Waffen wirklich hier im Zimmer lassen. Wie oft hast du diese Truhe zuvor benutzt? Ist sie zuverlässig? Ja, doch schon. Da liegt momentan die Sanduhr drin. Ihr habt sie also einmal benutzt? Ja. Sehr zuverlässig. Habt ihr einmal nachgeschaut, ob diese Sanduhr noch drin ist? Ich würde die Truhe mal rufen. Ich fokussiere mich auf die Truhe und stelle mir den Befehl vor, Truhe, komm herbei. Ja, du kannst ein fernes Klappern und ein Wiehern hören und dann siehst du, wie aus einer der Ecken heraus grauer Nebel bricht und die Truhe auf 6 Beinen angaloppiert kommt, kurz vor dir stehen bleibt und dann aufspringt. Scheiße, woher kriegt man solche Dinge? Ah, seht ihr? Da liegt die Sanduhr. Alles gut. Ich würde die Sanduhr mal behutsam rausnehmen, sodass sie weiterhin auf der Seite liegen bleibt, sodass nicht von der einen Seite etwas in die andere Seite rieselt oder umgekehrt. Nun, ihr könnt sie gerne benutzen. Legt etwas hinein, wenn ihr wollt. Du kannst sehen, dass das Glas Sprünge bekommen hat. Ja, das ist okay. Nun, ich würde diese Truhe ungern nutzen. Ich traue ihr nicht. Also lasse ich meine Waffe hier im Zimmer und meinen Stab, so wie es aussieht. Ich kenne diese Truhe nicht, aber ich vertraue Boltax. Also ich lasse meinen Stab hier und mein Schwert nehme ich erstmal mit und wenn ich das dann an der Wache abgeben muss, dann mache ich das, aber der Truhe vertraue ich auch nicht. Aber mir, warum machst du deinen Stab denn nicht zum Seil? Nun, sie könnten uns magisch durchleuchten und das wäre schon sehr auffällig, nicht wahr? Nun, wenn sie uns magisch durchleuchten, werden sie uns beide sowieso finden. Asim wird an seinen Gürtel greifen und dort dann 4, 5 Dolche hervorholen, die er dann in die Truhe legt. Allesamt da haben sie einen merkwürdigen Glanz. Ich mache das ebenfalls, nehme mir 2 Dolche von Leib oder besser gesagt vom Haufen, wo ich meine Kleidung abgelegt habe und meine eine Balestrine packe ich dort auch hinein. Die goldene? Nee, nicht meine goldene, nicht die ich selbst gebaut habe. Okay. Ich lege selbstverständlich, weil ich meiner Truhe ja vertraue, das ist ja eine gute Truhe, ich habe ja damals drauf gewürfelt, was ich von der Truhe halte, deshalb bin ich so begeistert von ihr, lege ich meinen Stab da rein. Der ist relativ kurz, deshalb dürfte das auch keine Probleme machen. Du hast kurz das Gefühl, als würde der Stab zu lang sein, aber wenn du ihn dann auf den Boden legst, hast du kurz das Gefühl, als würde der Stab schrumpfen oder die Winkel sich verändern. Zumindest passt er dann perfekt rein und das ist sogar noch ein bisschen Spiel. Die goldene Balestrina soll ins Buch. Sofern niemand eine bessere Idee für hat. Natürlich. Ja, leg noch meinen Schlagring dazu. Und hier nimmt man eine Balestrina. Ich glaube, das passt alles nicht ins Buch rein. Ich meinte die Truhe. Ach so, ja, richtig. Hast du nicht eben gesagt, du vertraust der Truhe nicht? Ja, ich vertraue nicht meinen Säbel an. Die Balestrina ist so blutig, so selten. Das ist egal. Ich mache dir eine bessere, falls sie verloren geht. Und ich würde dann auch meinen Stab zu einem Seil machen und mir unter der Kleidung das Seil um den Bauch schlingen. Ich hoffe, das hilft gegen magische Entdeckung, dass ich die unter der Kleidung trage. Ja, du kannst ja Hosenträger daraus basteln. Nein. Ich schlinge es mir einfach um den Bauch. Das reicht völlig aus. Ja, dann lege ich die Balestrina in diese große Truhe und schaue mich erwartungsvoll um. Ja, so sieht so aus, als würde diese Truhe nie voll werden. Aber wenn ihr erst einmal nichts weiter reinlegt, dann könnt ihr auch sehen, wie sie erst einmal zuklickt und dann erwartungsvoll vor Boltax weiter stehen bleibt. Mittlerweile hat sie wohl 8 Beine bekommen und nicht nur 6. Dann gebe ich ihr den Befehl, sich zu dematerialisieren. Warte auf meinen Ruf.
Ja, sie fängt wieder an, in Richtung der Ecke zu laufen und bevor sie dann scheppernd dagegen kracht, kannst du sehen, wie ein weiteres Limbus-Portal aufgestoßen wird und sie mit grauem Dampf verschwindet. Wir haben viel zu viel solcher dämonischer Artefakte bei uns, aber das ist ein anderes Thema. Nun, es ist ja nicht wirklich bei uns, wenn es im Limbus ist, oder? Und wir benutzen es und wir machen uns nun ja die Hände schmutzig. Ich glaube, über das Hände schmutzig machen sind wir schon längst drüber hinaus. Gut. Ja, haben wir alle Vorbereitungen getroffen? Wollen wir los? Ich würde meinen Säbel ablegen auf dem Bett nochmal. Gut, ich wäre soweit. Okay, Trak ist dann unbewaffnet? Außer mein Schlagring im Buch hier. Im Buch, nicht in der Truhe, alles klar. Der müsste ja auch Boron geweiht sein, ne? Ja, der nehme an, der dürfte zwischen Kor geweiht sein, dem Fakt geschuldet, dass die Boron-Weihe einfach irgendwann abgefallen ist. Na, du hast ja kein Boron-Frevel bisher begangen. Ja, also ich weiß nicht, wenn die natürlich permanent geweiht haben, dann hält das noch, aber ich weiß nicht, wie lange ich den schon habe. Ich glaube schon lange. Über 2 Jahre. Ja, also wenn die das Ding halt nicht permanent oder über Jahre geweiht haben. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass du in Al-Anfa beim bei deinem Anführer... Dann nehme ich das gerne mit. Also von meiner Seite aus ist der... Du kannst ihn auch Chor weihen lassen, aber ich gehe erstmal davon aus, dass der Boron geweiht war und ist. Gerne. Okay, dann könnt ihr aufbrechen, wenn ihr soweit seid. Bewaffnet mit einer Truhe im Limbus und einem Buch bzw. Büchern mit ausgeschnittenen Seiten, sodass dann eben 2 Waffen reingepasst haben. Und könnt ihr das Hotel verlassen. Von hier aus ist es nur ein kurzer Weg bis zum Sultanstor, wo ihr dann wieder dort die mürrische Hauptfrau Eshila Sab al-Wasra erkennen könnt, die sich dann mit ihren Wachen dort vor euch postiert, die Pfauengarde. Halt keinen Schritt weiter. Wohin wollt ihr? Vom Pfauenpalast. Wir wurden eingeladen. Aha, dann zeigt mal eure Einladung. O schönste aller Schönen, seht hier die Einladung, wie wir sie präsentieren euch und darbieten unsere Ehr. Ja, kannst sehen, wie sie mit den Augen rollt und dann den Wisch von dir greift und einmal überfliegt. Okay, damit kommt ihr tatsächlich rein, hatte ich nicht erwartet. Na dann, viel Vergnügen. Die Party hat bereits begonnen. Habt ihr vielleicht eine Empfehlung? Was für eine Empfehlung? Ja, wo man am besten hingeht. Im Faunpalast? Naja, jo. Ihr könnt euch ins Atrium setzen oder in, nun ja, den Thronraum, wenn ihr so wollt. Da werdet ihr am meisten Spaß haben. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, er will fragen, wo man ungestört vögeln kann. Ja, wenn ihr euch eine... Sucht euch halt eine von den Frauen oder Männern aus, die da rumlaufen und meinetwegen nehmt ihr eine beliebige Tür. Naja, dann vielen Dank für euren weisen Rat. Und so marschieren wir an den vorbei, durch das Tor, an Straße an dem Palast entlang, wo wir schon waren. Und den Palast können wir wohl nicht übersehen. Genau, der größte, ja, nicht nur er, größte Palast, das größte Gebäude, zumindest in der Stadt, ist auch sicherlich das schönste. Denn dort, wo alles in weißem Kalkstein erstrahlt, ist doch direkt im Vergleich auch dieser Palast mit noch am strahlendsten. Auch gerade, wenn ihr dann das Haus der rettenden Hand bereits erkannt hattet oder aber den Hesinde-Tempel, also selbst mit dieser dämmerigen Beleuchtung könnt ihr fast sehen, wie es erstrahlt in so einem Mondlicht, als ob da irgendwelche Mondsteine oder so etwas eingearbeitet worden ist, als ob es von selbst heraus leuchtet. Wie gesagt, am Sultanstor vorbei passiert, mit den vielen Dutzenden Gardisten, die dort dann auch in Reihe und Glied stehen und euch dann zu dieser Party geleiten. Könnt dann davor auch erkennen, wie bereits 2, 3 Gäste draußen stehen, irgendwelche Pferde bewundern oder aber auch Pfauen, die dort herumlaufen. Und wenn ihr ein weiteres Mal eure Legitimation vorgezeigt habt, dann könnt ihr passieren. Ihr seht wohl auch, dass Alrike bzw. Hippolyta gefragt wird nach ihrem Schwert und sie zeigt dann keinen Kriegerbrief oder so etwas hervor. Dementsprechend muss sie ihre Waffe dann tatsächlich hier abgeben, bekommt sie aber später wieder.
Also ihr werdet auch abgetastet. Das ist tatsächlich der Fall. Die Waffen, sie würfeln einfach mal auf Sinneschärfe bei Boltax. Ist natürlich die Frage, was passieren sollte, wenn sie eure Waffen finden. Boltax, möchtest du mir eine Probe geben auf das Verstecken? Was wäre das für eine Probe? Also ja, bei sich verstecken ist es nicht. Taschendiebstahl wäre eine Möglichkeit. Du kannst mir was anderes anbieten. Weiß ich nicht. Ist es nicht eher ein Handwerk, dass ich das Ganze ausgespart habe? Aber ich wüsste nicht, welches. Also ganz im Ernst. Ja, ist halt jetzt die Frage. Ne? Also die haben halt eine Sinneschärfeprobe. Und was kannst du da im Gegenzug anbieten? Ich weiß wirklich nicht, was man an dieser Stelle Finger, würfeln... Eine Fingerfertigkeit. Ja, einfach die Fingerfertigkeit. Finde ich fair. Die wäre geschafft. Das ist geschafft, ja. Die 19 habe ich hier drin. Zumindest werden sie das erste Buch... du hast ja 3 Stück mitgenommen. 2 sind ausgespart, das eine funktioniert. Und tatsächlich werden sie auch nach dem Tasten. Fingerfertig, wie du bist, gibst du ihnen das ihnen direkt in die Hand. Und die werden das einmal kurz angucken, was das ist. Sehen, dass es ein paar Notizen sind. Und lassen die anderen beiden Bücher dann in deinem Tornister. Oder was auch immer du damit hast. Um ja, in der Tasche. Genau. Alles klar, dann könnt ihr den Pfauenpalast betreten, den der ein oder andere von euch bereits betreten hatte, damals, als ihr die alte Sultana umgebracht hatte, die Satrapa, und werdet dann durch das Tor in den Weißen Palast geleitet. Um euch herum könnt ihr nicht nur eine Handvoll Wachen erkennen, die dort über und über stehen, an jeder Abzweigung. Es sind unglaublich viele Treppen und Gänge und Fluren, Zimmer, Räume, die ihr zu allen Ecken erkennen könnt, links und rechts von euch. Und während ihr dann den Palast durchschreitet, könnt ihr neben den Gästen, dem Atrium auch, auf den Thronraum stoßen, in dem die übrige Festgesellschaft sich gesammelt hat. Es riecht hier schon etwas süßlich nach Kaktus, würde ich dir meinen, nach Wasserpfeifen, also dieser ganz typische Dampf, der dann hier durch die Fenster nach und nach abzieht. Und überall sind Sitzkissen drapiert, Seide, die in verschiedensten Farben von den Decken herabhängt. Und jeder hat bereits gute Laune. Ihr könnt erkennen, wie wohl mehrere Reihergeweihte anwesend sind. 2 davon hattet ihr bereits erkannt. Azaban von Zorgan und die Reihergeweihte Shania Ashaya, die ihr heute Morgen gesehen habt. Aber auch die Hesinde-Geweihte ist anwesend. Den Ferkina könnt ihr erkennen, der relativ klein ist. Salamon Ibn Dafar, der Mondsilbervisier, den hattet ihr auch schon das eine oder andere Mal erblickt. Ihr hofft, dass eure Verkleidung gut genug ist, dass er euch nicht erkennt. Und verschiedene andere Reisende, zum Beispiel Novadis, die ihr erkennen könnt, oder auch Tänzerinnen, die dann entweder sitzen oder schon tanzen, irgendeine kleine Bühne, ein paar Musiker, die ihr erkennen könnt. Also das Fest ist bereits zu dieser frühen Stunde im vollen Gange. Und ihr könnt erkennen die Gastgeberin Iphemia. So könnt ihr euch umblicken. Ich würde mich wahrscheinlich eher so im Hintergrund halten, ein bisschen in den Schatten, in den dunklen Ecken, könnte man fast sagen, wenn es hier dunkle Ecken gibt. Und mich erstmal umgucken, ob mir die Räumlichkeiten noch so vertraut sind, dass ich da irgendwas zuordnen kann. Ich erstmal orientieren sozusagen. Ja, also wie schlafwandlerisch hattest du ja damals diesen Raum, diesen Thronraum gefunden. Du warst ja auch mit dabei, als die Sultana, dieser Trapper von euch gerichtet worden ist. Es war auch gar nicht so schwer, diesen Raum zu finden. Von einer fehlenden Orientierung oder von verschiebenden Räumen hast du zumindest nichts bemerkt. Also vielleicht war das auch gelogen oder vielleicht waren die Leute, die darüber gesprochen haben, selbst gar nicht in diesem Pfauenpalast. Es waren viele Treppen und ja, es waren viele Türen und die hattet ihr jetzt auch so gar nicht begehen können, weil eine ganze Menge Wachen davor standen und so ein bisschen auch das Geleit in Richtung Atrium und des Thronraums gegeben haben. Aber im Prinzip fühlst du dich an diesen Raum erinnert, ja. Gibt es hier auch Türen, Ausgänge und kann mich nicht erinnern, wohin die führen? Frage so rum. Naja, so wirklich viel hast du ja damals hier in diesem Pfauenpalast gar nicht gemacht. Es gibt hier viele Türen, ja, auch in diesem Thronraum. Auch hinter dem Thron kannst du ein großes Tor erkennen.
ob es da dann in die Gemächer von Iphemia geht, weißt du nicht. Du hast einfach damals wenig hier untersucht. Dann würde ich mir einfach mal so ein von so einem Laufbroschen mal so ein Glas greifen, so ein Tablett wahrscheinlich, und erstmal vorsichtig dran riechen. Riecht nach Orangen. Dann vorsichtig dran nippen und mich mal so durch den Raum erstmal streuen, dann mich mal so umgucken. Ja, wenn du probierst, kannst du auch Alkohol dran schmecken. So eine leichte Note. Ich will ja nur da nippen, irgendwie nur vortäuschen, als wenn ich das wirklich konsumieren würde. Also ein bisschen durch den Raum schlendern und mich umschauen. Und mich von den Persönlichkeiten eher fernhalten. Also von den Raya-Geweihten zum Beispiel oder von Iphemia oder von, wie auch immer hier mir bekannt ist vielleicht. Krack. Ja. Hast du schon mal irgendwas entdeckt? Naja, ziemlich viele Leute hier. Ja, das meinte ich zwar nicht, aber hast du irgendwas bemerkt? Ich würde mal nach links gucken, mal nach rechts gucken. Na, was suchst du? Naja, ich weiß selber nicht, was ich suche. Ja, schau, lass uns mal durch diese Tür dorthin gehen, wo keiner steht. Ja, machen wir. Ich würde mal auf die Tür zumarschieren, auf die er gezeigt hat. Diese hier. Genau die. Ich öffne die Tür. Ja, du kannst die Tür öffnen und wenn du sie aufziehst, dann siehst du wohl, wie da eine Treppe nach oben führt. Ja, ich winke Abel mir heran und trete durch die Tür. Ich bin mir nicht sicher, ob wir oben etwas finden. Ich vermute, es ist eher im Keller, aber... Wir können trotzdem mal schauen. Vielleicht geht's ja auch irgendwo wieder runter. Sattler, winke mal ganz verstohlen zu ihm hin. Ja, scheint euch zumindest gerade nicht im Fokus zu haben. Was? Was? Kommt. Sollmann, komm bitte. Ja, ich würde mich mal entspannt, nicht zu auffällig auf die beiden zu bewegen. Und Jonin, was ist denn? Ich weiß nicht, ob es hier oben was gibt, aber wir können es mal umschauen. Nun, ein Blick schadet nicht, nicht wahr? In der Tat. Ja, wenn ihr euch ein bisschen umguckt, euch fällt wohl auch auf, dass die Wachen euch nicht im Blick haben. Also sie haben sowieso generell gerade keinen Blick für irgendwas. Sie stehen da zwar postiert, wirken aber eher wie Puppen auf euch mit ihren starren Gesichtern, den Blick frei geradeaus. Vielleicht liegt es an den Drogen, die hier im Raum liegen, oder aber auch die anderen Leute haben gerade überhaupt kein Interesse an euch. Wir sind alle völlig zugedröhnt. Das ist doch gut für uns. Sobald alle durch die Tür getreten sind, würde ich die hinter uns schließen. Gib mal das Buch her. Bitteschön. Ja, ich würde mal meinen Schlagring greifen und ihn erstmal noch nicht auf die Hand stecken, sondern erstmal in meine Handfläche legen. Nicke, Xatlob auch einmal zu und nimm die Ballistina heraus und pack die in den Mantel. Im Mantelholster. Ja, Truck? Soll ich vorgehen? Ja, warum nicht? Ich meine, falls ihr irgendwie... Ich glaube zwar nicht, dass hier irgendwo Fallen hocken, aber wir sollten auf alles gefasst sein.